Parfümfabrikant, Adelsexperte und jetzt auch noch Reality-Star. Mario Marc Schaumburg-Lippe wird der neue Star an der Seite von Richard Lugner. Bei den Lugners dabei zu sein, ist für mich schon ein Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist, weil das ist einfach eine verdammt witzige und coole Show, die ich mir selbst gerne im Fernsehen ansehe. Das ist ein absolutes Qualitätsunterhaltungsformat. Und jetzt die Möglichkeit mitzufahren, live dabei zu sein, ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Prinz Mario Schaumburg-Lippe ist sicher ein toller Ersatz. Und dann sind wir die richtigen Royals von Österreich. Was wohl Lord Helmchen dazu sagt? Mario Max, der eigentlich mit vollen Namen Mario Max Prinz Antonius Adolf Edward Oliver Gertraud Edith Helga Magdalene zu Schaumburg-Lippe heißt, weiß die Antwort. Ich glaube, Helmut Werner ist furchtbar traurig, dass er dieses Mal nicht mit den Lugners mitfahren wird. Und zum Zweiten ist er vielleicht auch traurig, weil er kein echter Prinz ist wie ich. Und das wäre er vielleicht gerne. Aber wie gesagt, wie es so ist, man kann ja mal schauen, wie es weitergeht. Ob es weiter klappt mit seiner lieben Freundin, sonst kann er sich ja noch umschauen. Heiratet er vielleicht eine Prinzessin und wird auch nochmal Prinz. Es ist ja alles in den Sternen. Aber ich wünsche natürlich den beiden, dem jungen Paar, viel Glück. Und vielleicht wird er mal ein echter Lugner, wenn schon kein echter Prinz. Helmut Werner, der in der Sendung durchwegs als Lord Helmchen bezeichnet wurde, fand seine Seriosität untergraben. Er will sich in der Serie nicht weiter aufs Korn nehmen lassen. Mario Max hat damit kein Problem. Er hat seine Rolle schon genau definiert. Da wird ja ziemlich oft gezofft in der Lugner-Serie. Und da denke ich mir, diese ganzen Streitigkeiten, die können sich teilweise einfach auflösen. Und ich muss mal schauen, wie ich das schaffe, hier als Friedensengel zu wirken, gleichzeitig aber nicht in die Müllsteine zu geraten, dass ich dann nicht selbst verbraten werde. Und das kann bei den Lugners schnell einmal passieren, denn Richard ist nicht bekannt dafür, ein Charmeur zu sein. Wir sind die Verbleibenden. Wir sind die Übriggebliebenen. Wir sind die Daheimgebliebenen. Du gehörst ja zu der, du bist sozusagen die Urmutter der Lugners. Ja, sag, aber jetzt nichts Schlimmes mehr, ja? Urmutter reicht schon, ja? Das hört sich schon ein bisschen veraltet an. Das ist okay. Das Urmutter ist nichts Schlimmes. Bei solchen Bildern kein Wunder, dass Prinz zu Schaumburg-Lippe schon ein wenig Muffensausen hat. Richard Lugner hat auch immer diese ungewisse Seite und das ist natürlich etwas, wo man sagt, da habe ich schon ein bisschen Angst davor, wie das dann weitergeht, ob es jetzt Elemente gibt, wo man sagt, boah, da habe ich jetzt gar nichts mehr drauf zu sagen, weil der lässt schon manchmal Saga los, wo man einfach nur mehr sprachlos ist. Damit es ihm in der Serie nicht an Unterstützung fehlt, hat der Society-Prinz auch schon die perfekte Idee. Er möchte Nina Bruckner alias Bambi in die Sendung mitnehmen. Die Bambi, die sollte unbedingt auf die Reise mitkommen, eine Ungarn-Reise mit den Lugners. Das ist doch eine Mordsgaudi. Und wenn es dann auch mal Zoff gibt, das ist ja auch durchaus unterhaltsam. Also unbedingt, Bambi sollte dabei sein. Mausi, bitte erlaube es. Das ist mein Wunsch. Ob Mausi das tatsächlich erlauben wird, ist fraglich. Um seine Position braucht sich Mario Max aber keine Sorgen mehr zu machen, denn Richard und er haben eine Gemeinsamkeit, die verbindet. Dieselbe Ex-Freundin.